Und? Hallo. Mir kommt es so vor, als wären manche Sachen nur für mich, die du schreibst. Es ist nur für dich. Nur für den Geist, der das kriegt. Für die Daniela-Perspektive kommt mir das sogar so vor. Was hast du für die Daniela-Perspektive? Das ist, was für eine Perspektive du hast in deinem Leben, spielt keine Rolle. Es ist immer wieder ein Intellekt, den du zu durchschauen hast, aber ich kommuniziere letztendlich nur mit dem Geist, der mit irgendeinem gewissen logischen System sich eine Welt in sich aufbaut. Pass auf, es ist doch ganz einfach. Geh mal hier in eine Struktur, dass ich jetzt zu dir sage, zu dir Geist, du denkst jetzt an irgendwas Banales. Dann muss dir klar sein, dieser Gedanke ist jetzt bloß deshalb da, weil du in dir denkst. Es ist in einem gewissen Maß, es ist dein Gedanke, dein Besitz. Wenn du ihn nicht mehr denkst, ist es weg. Nun ist es definitiv so, dass alles, was du Geist wahrnimmst, ist eine Information von dir. Das haben wir so oft durchgekaut. Und wo die Schwierigkeit liegt, ist immer wieder dieser große Punkt, dass du verwechselst, ob du was sinnlich wahrnimmst oder ob es nur ein Gedanke ist. Das heißt, in dem Moment, wo du es bewusst nur mit einem Gedanke zu tun hast, ist dir das klar, dass das ein Besitz, ein momentaner Besitz ist, der in dir auftaucht, ein Gedanke. Und sobald du was anderes denkst, löscht er sich wieder aus. Mhm. Und du hast dafür, kriegst einen neuen Gedanken. Das ist eine Gedankenwelle. Was du irgendwann einmal akzeptieren musst, dasselbe gilt für deine sinnlichen Wahrnehmungen. Es sind auch deine Informationen. Du musst dich komplett davon lösen, von dem tiefen inneren Glauben des Programms, deines Egos, dass unabhängig von dir da außen eine Welt existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Das heißt, in dem Moment beginnst du das zweite Gebot zu halten. Und dir wird immer mehr bewusst, dass gerade diese heiligen Schriften, ich reite jetzt doch nicht nur auf der Tora rum, dass die heiligen Schriften in deiner Traumwelt, wenn die in Erscheinung treten, wenn du die aktivierst durch dein Interesse, dass die wesentlich mehr über dich Geist wissen und dir erzählen, wie das die ganzen materialistischen Schriften machen. Die führen dich laufend in die Irre. Mhm. Das, was du ein Leben lang als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, stellt sich jetzt peu à peu immer mehr heraus als Selbstlügen. Du verwirklichst es in dir aufgrund dieses Glaubens. Und das hast du nur zum Spaß so gemacht, dass man da erst in diese Welt hineingeboren wird? Du wirst ja nicht in die Welt hineingeboren, du bist das Kind und du durchlebst ein Leben. Du machst Erfahrungen innerhalb eines Lebens. Oder du musst dir immer wieder vorstellen, ich sage immer wieder, als bewusster Geist bist du ein Bücherregal, das beinhaltet unheimlich viele Lebensgeschichten. Und das ist Unterhaltung. Und es wird auch eine sehr spannende, aufregende Unterhaltung in dem Moment, wo dir das bewusst wird, dass du immer bist, weil du letztendlich etwas bist, was du nicht denken kannst. Das heißt, es ist der Geist, der das Leben erlebt. Es sind immer die einfachen Sätze. Das Leben wird nur von dem Geist erlebt, der dieses Leben träumt. Nur der träumende Geist ist Geist. Alles andere sind Erscheinungen, die kommen und gehen. Das ist das, was ist. Das ist immer wieder, wenn ich sage, du bist der Einzige, der immer ist. Und dieses Du meine ich jetzt ganz gezielt den Geist, der jetzt aufmerksam dieses Gespräch in sich belauscht. Jetzt kannst du dir bewusst machen, wer oder was, welchen Gedanke glaubst du zu sein. Und in dem Moment katapultiert sich dein Geist praktisch in diese Perspektive. Es ist auch ein Spiel, das dir bewusst wird, wenn ich immer wieder sage, du hast Reizauslöser, wo du keinen Einfluss drauf hast, das ist zum Beispiel das Klingelingeling. Und 99% von dem, was jetzt in dir auftaucht, sind reine Interpretationen deines Intellekts. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Das ist erst einmal jedes Schriftstück, wenn du auf den Knopf drückst jetzt und dann taucht vor dir auf dem Computer irgendein Schriftstück auf. Das hat niemals vorher irgendjemand geschrieben. Oder irgendein Lied hat niemals irgendjemand gemacht. Das ist wie beim Klingelingeling. Hier taucht ein Geräusch auf und deine Logik erzeugt sofort, woher kommt es? Und das solange glaube ich wirklich, dass es aus mir kommt, aber das glaube ich nur, weil so gewisse Sachen auftauchen, wo mir das extremer vorkommt. Wo ich wirklich denke, so, boah. Das sollst du nur beobachten, was deine derzeitige Logik macht.
Und andere Sachen kommen mir dann so allgemeingültiger vor oder weniger Das wichtig hängt oder so. davon ab, wie du resonierst. Das wiederum hängt von deinem Intellekt ab, ob dich was interessiert oder ob es dich nicht interessiert. Das Tödlichste, was du erkennen wirst, was dein Intellekt besitzt, das sind die Vorurteile, die er dir aufzwingt. Das Ego suggeriert dir laufend irgendwelche Erkenntnisse, die aufgrund dieser Interpretation des Egos dir Geist als hundertprozentig sicher bewiesen erscheinen. Und du wirst merken, das ganze materialistische Weltbild hat mit hundertprozentig sicher bewiesen nichts zu tun. Es ist geistlos nachgeplappert. Das heißt, die Wissenschaftler sind die Götter, die angebetet werden. Ja, aber es wird weißt du, nicht in Frage gestellt. was ich jetzt meine, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, da spricht mehr irgendwie eine Stimme mit mir als zu anderen Zeitpunkten. Das ist auch wieder, das ist wie das Wetter. Es ist wie das Wetter. Es ist so einfach, wenn du dich an Fakten hältst. Du musst dich nur disziplinieren und dich an Fakten halten. Du weißt, ich meine jetzt die roten Fakten, die wirklichen Fakten, nicht das, was dein Ego bisher dir als Fakten suggeriert hat. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und die Tat besteht darin, dass du das jetzt denkst. Es muss dir bewusst sein, dass du dir jetzt was Aber ausdenkst, schon mal jetzt tauchen zum das, Beispiel was du dir Gedanken ausdenkst. auf. Was du dir ausdenkst, verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Du denkst dir jetzt einen Gedanken in die Vergangenheit, zum Beispiel es macht Klingelingeling, sofort denkst du an einen Anrufer und du denkst dir, dass der irgendwo da außen ist, auch wenn du nicht an ihn denkst. Und dieser Anrufer entsteht doch in dir erst aufgrund des Klingelns. Aber ist es das so, dass das vom Hören selbst schon gemacht ist, damit wieder Unterhaltung da ist? Eine sehr lehrreiche Unterhaltung. Das heißt, du durchlebst zurzeit ein Leben, das ist wie wenn du ein Buch liest, aber der die ganzen Charaktere in dem Buch erlebt und vor allem die Hauptrolle ist der Leser, das heißt der träumende Geist und nicht dieser Gedanke. Du rutschst immer wieder runter und du wirst irgendwann einmal, wieso das bedeutet, dass du zu Liebe wirst, diese allumfassende Liebe. Das kannst du immer mehr begreifen, umso mehr dir bewusst wird, dass jeder Gedanke, jede Information, die in dir auftaucht, egal wie jetzt dein momentaner Charakter, die bewertet diesen Moment. Das ist ja immer wieder die Wertung im richtigen Verkehr, in Gut und Böse. Ich habe da eine schöne Geschichte für dich, das auch ohne jetzt Namen zu nennen, ist ein Mann und der wird Vater. Und das ist für ihn so ein beglückendes Gefühl, wie er das erste Mal sein Kind in der Hand hält. Dieses Bewusstsein, das ist ein Teil von mir, jetzt rein auf der materiellen Ebene. Und dann erzählt er mir, dass er sagt, er traut sich fast nicht sagen, es ist so beglückend gewesen, dass das ein Teil von ihm ist, dass wenn der Kleine in die Windel gemacht hat, hat er die Windel ans Gesicht gehalten und hat tief eingeatmet und das war der köstlichste Geruch für ihn überhaupt, weil das ja wiederum eine Facette von seinem kleinen Baby ist. Das war Glücksgefühl, das ist Liebe, wenn du das hast. Das ist jetzt bloß, um mal auszudrücken, dass du wissen musst, dass jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist etwas, was du besitzt. Das ist eine Facette von dir. Weißt du, ich erwähne das so oft und es rauscht mit dieser materialistischen Filterung vollkommen durch. Du bist ein heiliger Geist, du bist ein heiliges Ganzes und du erlebst dich selbst in unendlich viele Facetten. Das sind deine Gedankenwellen. Und jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, ist einfach nur in dem Moment, wo sie ist, wie ein Puzzlestück. Und was das Ganze zur Hölle macht, ist, jetzt kommt diese fehlerhafte Interpretation, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das ist schlimm, das ist schrecklich, weil du das heilige Ganze überhaupt noch nicht kennst, wie wichtig diese Funktion ist. Das ist zum Beispiel wie der Kabelstecker in meinem kleinen Autobeispiel. Der Kabelstecker ist genauso wichtig wie der ganze Motor. Und irgendwann wird dir mal bewusst werden, dass für deine Traumwelt ist der Charakter, den du zurzeit durchlebst, den du zu durchschauen hast, ist dieser kleine Kabelstecker. Wenn der nicht funktioniert, kann die ganze Welt nicht funktionieren. Also zu Liebe werden heißt dann schon immer glücklich sein. Selbstverständlich, es geht bloß um Glück, aber es ist jetzt hier, wir reden von einer anderen Qualität von Glück. Und das ist die Schwierigkeit, dass ich immer sage, du kannst nur, egal auf welcher Stufe du bist, von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Du kannst dich als 20-Jährige in die Dummheiten eines Pubertierenden reinversetzen, weil das bei dir ja noch nicht so lang her ist, zeitlich gesprochen. Du kannst dich aber nicht reinversetzen in das Denken von einem 60-Jährigen. Das ist für dich dann schrecklich und altmodisch und die sind ja total verkalkt. Wobei das übrigens stimmt in Bezug auf die Masse, aber nicht auf einen
Geist, der sich im Laufe eines Lebens entwickelt. Das ist dieses breiteste Weg der Masse. Und ich sage immer wieder, die in deiner Traumwelt in Erscheinung tretenden Figuren, diese Trockennasenaffen, von denen wird, von einer Million wird nur ein allereinziger mit Anstand alt. Und 999.999 waren senil. Das ist jetzt das, was du dann hier im Altersheim siehst, die immer mehr verkalken. Muss ja auch irgendeine Metapher sein, die du da gerade sagst. Selbstverständlich, es sind alles Metaphern. Jede Kleinigkeit ist eine Metapher. Und da das alles aus dir kommt, ist immer wieder, wenn du jetzt, ich habe das so oft erwähnt, wenn du jetzt zum Beispiel hier irgendein Lied, das sich in dir auftauchen lässt. Du musst dies, ein Lied, wenn ich in dir ein Lied auftauchen lasse, wirst du merken, wie beim Klingelingeling, dass du dir sofort jemanden ausdenkst, der das Lied geschrieben hat und ins Internet gestellt hat, den erschaffst du. Das heißt, aufgrund des Liedes erschaffst du jetzt einen Schöpfer, muss ja irgendein Schöpfer sein, bis dir bewusst wird, dass du selbst der Schöpfer bist. Es wird aus dir herausgeschöpft. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Sind immer dieselben Sätze. Woher hat der träumende Geist seine Traumwelt? Wo kommt die her? Ja, wie mache ich das denn? Ich weiß nicht. Das passiert doch, du musst doch nichts machen. Zurzeit bist du in der Matrix, also hier in dem Matrix-Programm verfangen und es läuft ganz einfach. Du hast keinen Einfluss drauf. Aber manchmal kommt mir das schon so vor, als wäre das halt mehr angeglichen so. Wie macht es eigentlich die Raube, wenn die zum Spinnen anfängt? Kann die sich das aussuchen? Ich sage immer wieder, wenn die Raube zum Spinnen anfängt, ist es wie wenn das Kind in die Pubertät kommt oder wenn es in die Wechseljahre kommt, der Mensch. Wenn du jetzt älter wirst und du kommst in die Wechseljahre, das kannst du nicht aufhalten und du kannst es nicht vorher bekommen. Es ist, wenn du in dem Leben so weit bist, dann kommst du an den Punkt. Du musst dann immer wissen, mit der normalen materialistischen Logik, oh, das ist schlimm. Deine momentane Logik dreht die geistreiche Sichtweise genau um 180%. Um 180 Grad. Es ist also hier, dass das eine Faustformel ist. Dass du immer nachschauen kannst, du schaust einfach jetzt in dein Wissen, in deinen Glauben rein, was glaube ich, was ist für mich bisher Fakt gewesen. Und wenn du das genau um 180 Grad drehst, das genaue Gegenteil denkst, dann weißt du, wie es vom Geist, von der geistigen Sichtweise ausgesehen hat. Und jetzt ist es wichtig, dass ich immer wieder sage, ich sage jetzt nicht, dass die geistige Sichtweise richtiger ist, sondern das ist genau das Gegenteil von dem und alles, was ich widerspricht. Du brauchst beide Hälften, und die musst du verbinden und dann entsteht was Neues. Darum brauchst du eben auch deine Traumwelt und die materialistische Erfahrung. Aber die vervollkommnet sich dann mit der geistigen Perspektive. Und diese zwei sich widersprechenden Facetten werden dann verschmelzen automatisch, wenn die für dich gleichwertig sind, zu einer vollkommen neuen Qualität. Und das macht keinen Sinn, dir den Kopf zu zerbrechen, weil du von unten nach oben nicht schauen kannst. Du kannst bloß versuchen, durch Liebe all das, was dich anwidert, was dir zu schlimm ist, das einfach zu akzeptieren in den tiefen inneren Wissen, das ist auch eine Facette von mir und ich benötige dieses Gegenteil, dass ich auf die höhere Ebene komme. Das ist die allumfassende Liebe. Das erfordert sehr, sehr viel Demut. Und du weißt, ich habe ein paar Mal angesprochen, wenn wir wieder aufgreifen, ist das ein Beispiel. Beobachte dich. Du wirst in deiner Traumwelt mit vielen Diskussionen konfrontiert. Ob das im Fernsehen ist oder auf dem Arbeitsplatz, egal was es wird, oder du diskutierst mit irgendjemandem, das ist diese einseitige Rechthaberei. Und da ist ja immer im Hintergrund, ist ja zuerst einmal ein Gegenstand der Diskussion. Diskursus heißt schon eine Erschütterung, ein Auseinanderschmeißen. Und man versucht eine Einseitigkeit zu intronisieren. Und wenn du jetzt nur der Beobachter bist, beobachtest du das, egal ob du mitdiskutierst oder ob du Diskussionen beobachtest. Und wenn es nur im Fernsehen ist. Du musst dich beobachten, ob du bei gewissen Aussagen, bei gewissen Standpunkten, die einer vertritt, ob du da Beifall klatscht und beim anderen dir denkst, so ein Arsch. Dann hast du die Tasse noch nicht begriffen. Und jetzt nimm das ein Beispiel. Angenommen, es würden welche in dir in Erscheinung treten, die drum streiten, ob der Henkel an der Tasse rechts oder links ist. Da komischerweise wirst du feststellen, bei diesem Objekt hast du überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass irgendeiner mehr Recht hat wie ein anderer? Und jetzt beobachte dich einmal in deinen Alltag und wenn es bloß in einer Diskussion ist, die du mit deiner Mutter führst. Als Daniela jetzt, wenn du glaubst... Ja, aber da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Mutter steht wieder für diese Massenlogik. Die ist doch auch eine Richtung. Ich erkläre dir doch immer, dass wenn du eine Vorstellung von richtig hast, schaust du in eine Richtung. Du hast eine Perspektive.
Ja, aber das Und verstehe jede ich. Perspektive ist prinzipiell eine Facette vom Heiligen Geist. Nie die Schon. Tasse. Wirst du jetzt behaupten, wenn du sagst, wir sagen mal, das für die normale Massen, für den normalen Massenmaterialismus, das sagen wir, das, die Tasse hat keinen Henkel. Okay. Wir sagen, es gibt keinen Gott. Ja. Und du vertrittst das, da ist ein Henkel da, es gibt einen Gott. Ja. Wobei es den eigentlich gar nicht gibt, weil Gott nicht denkbar ist. Die Tasse ist Gott. Ja. Das wird dir immer mehr bewusst. Ist es doch jetzt hier überhaupt nicht richtig? Oder das Gegenteil von richtig, wenn du jetzt sagst, die hat nicht recht. Darum sage ich, es erfordert sehr, sehr viel Demut. Du sollst nicht diskutieren, wer mehr oder weniger recht hat, sondern du sollst über den Dingen stehen und du beobachtest, wie die Daniela mit ihrer Mutter über irgendetwas diskutiert, jetzt in deinem Fall. Und dann Okay. mach dir bewusst, wie einseitig diese Daniela noch ist. Und Einseitigkeiten sind nicht Vollkommenheiten. Aber Das genau erzeugt diesen schau mal. Konflikt, diese Unheiligkeit. Und jetzt ist Ja. es so, dass dir das bewusst werden kann und du kannst die Daniela trotzdem ihr Recht haben lassen. Sie hat ja Recht, aber ihre Mutter hat auch Recht, wenn die um irgendein gewisses Thema. Ja, aber das widerspricht sich ja mit dem Ganzen, wenn du sagst, hier, die Das Masse ist widerspricht sich dumm. überhaupt nicht. Du checkst es einfach nicht. Was widerspricht dich da? Ich frage jetzt gerade was. Ja, darum sage ich ja, du checkst es nicht. Ich sag, du checkst es nicht. Du wiederholst immer dieselbe Scheiße aus der Sicht der Daniela. Und ich Nee. sage dir in ganz einfachen Worten, um was es geht. Jede Facette, die prinzipiell auftaucht, die sichtbar wird, ist ein kleines Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Wenn Ja. du irgendeine Facette nicht willst, oder wenn du die verändern willst, entheiligst du das heilige Bild, das du letzten Endes selber bist. Und wenn du der Geist bist, der beobachtet, der einfach nur beobachtet, die Figuren in seinem Traum beobachtet, diese einseitigen Rechthaber. Ich sag dir nochmal, jeder hat Recht, aber Aber nur ich ein sage jetzt mal bisschen. Folgendes. Können wir jetzt mal ein folgendes Beispiel nehmen? Wenn du jetzt die Diskussion mit meiner Mutter bringst, jetzt mache ich, zumindest habe ich so Interesse für Hohen Feeling, ja, oder für das Geistige, weil ich bin ja Geist. Ich bin Geist. Und meine Mutter ist was Ausgedachtes. Du bist auch was Ausgedachtes. Stimmt. Es ist beides was Ausgedachtes. Ja, ich Ich kann denke mir immer dann halt nur zum Beispiel in betonen, Udo du wirst. aus mit seiner Mutter, ja, der Mutter da was versucht zu erklären und die hört nicht zu, genau wie meine Mutter zum Beispiel. Was mache ich dann? Die macht Habe ich die sofort dicht, Geschichte, meine kennst Mutter, du, was ja? habe ich gemacht, wie ich gemerkt habe, versuche nie irgendeiner Figur in deinem Traum was zu erklären, wo kein Geist ist, ist kein Geist. Das ist oberflächlich betrachtet, merkst du das nicht. Ich kann dir immer wieder bloß sagen, die ganzen Figuren in deinem Traum, die wir jetzt Trockennasen nennen oder Affen nennen oder die wir Menschen nennen, das sind erst einmal nur Programme. Und ob hinter diesen Masken, denk an mein Beispiel, mein Faschingsball. Du hast eine Maske, die Maske wird von einer Person getragen und du hältst dich nicht mit der Maske, die du siehst, du hältst dich nicht mit der Person, weil das auch nur eine Maske ist, das heißt mit dem Körper, unterhältst dich nicht mit dem Menschen, das heißt mit dem Intellekt, mit dem Programm, mit dem Wissenglauben, sondern mit dem Geist. Du musst durch mehrere Schichten durch. Und ob jetzt hier, wenn dir als Daniela einer gegenübersteht und du schaust jetzt ganz bewusst als Geist durch die Augen der Daniela, die jetzt nicht verfärben, die sich nicht einmischen. Du bist ein reiner, wertfrei wahrnehmender Geist und du sollst dir jetzt bewusst machen, ist hinter dieser Maske eine Facette von dir selber. Und ich kann dir das gleich zeigen, das zeigt sich durch Neugier. Das heißt, egal was du jemandem sagst, wenn er das noch nicht gehört hat oder es erscheint ihm falsch oder verkehrt, wird er mit einem Hauch vom Bewusstsein sagen, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. In dem Moment, wo er in die Verteidigungsposition geht und absolut fanatisch einen einseitigen Standpunkt versucht durchzusetzen, aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, hakt den sofort ab, brecht die Diskussion ab, es ist vollkommen sinnlos. Und das ist die Masse. Das war der Satz, wo ich gesagt habe, wenn du erkannt hast, dass einer geistlos dumm ist, weil er sich vorhin mit seinem Körper identifiziert und mit seinem Intellekt identifiziert, schon diese Aussage, wo ich jetzt gesagt habe, ist verkehrt, weil das bist ja du, der sich den ausdenkt. Das ist nur ein Schatten, nur eine Figur in deinem Traum. Es ist letztendlich, erinnere dich, was ich am Anfang angesprochen habe, es ist ein Gedanke von dir. Versuchst du einen Gedanken von dir zu erklären, was er ist? Wo er herkommt, wie oft habe ich schon gesagt, versuchst du als der Mensch, der du jetzt zu sein glaubst, deinen Händen zu erklären, dass du sie in Bewegung setzt? Du willst immer verändern. Kannst du nicht einfach nur schauen, was passiert?
in dir, wie das Programm Daniela reagiert und wie durch die Reaktion und die Interpretation deines Intellekts sich ständig deine Information verändert, dass du dich damit in ein Gefängnis einsperrst, dass du aufgrund deiner Logik als Sicherheit betrachtest. Weißt du, das Erste, was dir klar werden muss, dass egal, was du jetzt konfrontiert wirst, ob das von ausgedachten Menschen kommt oder von Computer kommt, von Videos kommt, vom Fernsehbildschirm kommt, aus Lautsprechern kommt, das Erste, was du merkst, wenn du dich mit Glauben auseinandersetzt, mit verschiedenen Glaubenssystemen, da ist im Hintergrund etwas intronisiert, das ist das materialistische Weltbild, dieses geozentrische Weltbild. Wenn alles in Frage gestellt wird, bring mir einen einzigen, der das wirklich in Frage stellt. Jetzt kannst du viele finden, die sagen, die Welt ist ja nur ein Matrix, die Welt ist ja nur ein Traum. Das sprechen die. Aber dann schau, wie sie handeln und wie sie agieren. Vollkommen in dem Glauben, dass da außen trotzdem eine Welt ist. Also gibt's das heißt, du merkst, die wissen gar nicht, was die sprechen, was das bedeutet. Das ist ein großer Unterschied, ob ich was als möglich erachte oder ob ich das im tiefsten Inneren verstanden habe. Ich frage mich, wie man dann agieren würde, wenn man das echt nur noch glauben würde. Das stelle ich mir dann wie in einem Traum vor, weil, weißt du, im nächtlichen Traum... Was ist denn ein Traum? Du bist jetzt, als der Mensch, der du zu sein glaubst, bist du eine Figur in deinem eigenen Traum, den du träumst. So. Der Geist ist eine Stufe höher. Drum ist er etwas, was du nicht denken kannst. Und wenn du in die geistige Welt willst, musst du zuerst einmal akzeptieren, dass alles, was dir jetzt vorgesetzt wird, dann zimmert, sonst wäre es nicht da. Du wirst aufhören, irgendwas zu bekämpfen, selbst Krankheiten. Wobei ich dann immer wieder sage, dass die Figur in deinem Traum, wenn du jetzt zum Beispiel das Leben der Daniela durchlebst, du kannst jeden anderen Namen dafür setzen, den, der du halt zu sein glaubst in diesem Moment. Mhm. Dass du, es kein Problem ist, dass du, wenn du meinst, du musst zum Arzt gehen, dass du zum Arzt gehst. Der wird aber deine ständige Verwandlung, deine Verwandlung nicht aufhalten können. Und darum sage ich immer wieder, auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Was für ein Wehwehchen du hast, was du loshaben willst, das sind alles Puzzlestücke. Selbst jeder Schmerz, der in dir auftaucht, ist ein wichtiges Teil vom Heiligen Ganzen. Und da bin ich mehr als zwei oder dreimal drauf eingegangen, was der Unterschied ist, ob du dich jetzt mit deinem Körper verwechselst. Wie oft habe ich schon gesagt, deine Zähne, die du dir ausdenkst, die haben keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Und der Mensch, zu dem diese Zähne gehören, den du dir ausdenkst, der hat auch keine Schmerzen, weil ein Gedanke prinzipiell keine Schmerzen hat. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Das ist 4 Stufen der Vergessenheit. Du hängst voll in dieser höchsten Vergessenheitsstufe. Und das Ego in dir wehrt sich mit aller Gewalt gegen den neuen Glauben. Du willst mit aller Gewalt dieses Leben, diese Logik aufrechterhalten. Das ist einfach das, was du feststellst, wenn du ich bist. Wenn du okay, aber wenn ich jetzt das Leben nimmer aufrechterhalten will. Du lässt es einfach fließen, du lässt es laufen. Dann wird die Daniela immer noch versuchen, ihr Leben aufrechterhalten zu wollen. Aha. Du sollst dich da auch nicht einmischen. Das Ach große so. Problem ist, dass du jetzt aber nicht mehr mit der Logik der Daniela denkst, sondern du bist der Geist, der diese schizophrene Logik beobachtet. Ach so, aber die bleibt erhalten. Ja, immer, ich sag das immer, nimm mal das kleine Beispiel hier mit dem Gespräch mit dem Matten, wo er sagt, wenn mein Sohn irgendwo hinläuft oder hinfällt, dann kann ich doch nicht einfach beobachten und zuschauen. Ich sag doch, du Geist beobachtest, wie die Figur Matten, der Rolde durchspielt, sich hinfällt und seinen Sohn hilft. Du bist auf einer anderen Ebene. Diesen Zustand hatte ich denn wohl noch nie. Offensichtlich nicht, weil sonst würde die Daniela die Frage nicht stellen, weil in dem Moment, wo du nämlich auf dieser Ebene bist, willst du an dem Programm, an deinem Intellekt nichts verändern, sondern ihn heilen. Was bedeutet das genau? Was das genau bedeutet, dass wenn du jetzt ein normales, logisches Programm anschaust, jeder Charakter, jeder Mensch, jedes Programm ist so programmiert, dass es sich verbessern will. Und die Verbesserung besteht darin, dass du in dem Wahn lebst mit diesem Programm, dass du das Schlechte vernichten musst und das Gute intronisieren musst. Das ist, wo ich immer und immer wieder sage, der normale Mensch meint, er könnte den Berg des Bewusstseins erklimmen, wenn er die Täler vernichtet. Mhm. Das habe ich so oft wiederholt und ich merke, da ist kein Geist, der reflektiert, was das bedeutet.
beobachte dich, diese Kleinigkeiten in deinem Alltag, du noch loshaben willst und bekämpfen willst. Und damit hältst du dich definitiv in der tiefsten Finsternis des Unbewusstseins. Das ist die Christusgeschichte. Du musst durch den absoluten Horror hindurchgehen, indem du als Beobachter, als krasses Beispiel, das einfach geschehen lässt, weil du weißt, alles, was passiert, gehört zu meiner eigenen Heiligung und zu meiner eigenen Heiligkeit. Dass du natürlich dann im Nachhinein, immer jetzt betrachtet auf einer höheren Ebene, dir nur noch ein Schmunzeln ausrüst. Das ist die Situation, wenn ich sage, du wirst schweißgebadet, wach. Aber gut, das sind jetzt die krassen... Albtraum und du sagst, ja, habe ich jetzt einen Scheiß drauf. Ja. Im Moment, wo du den Punkt erreicht hast, wird letztendlich alles, was du dir jetzt denkst, was vorher war, was du vollkommen real erlebt hast, löst sich in einem Moment in Luft auf. Das ist die Erleuchtung. Ja, das stimmt. Das ist ein Dauerzustand. Ja. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass ich nochmal sage, beobachte ganz intensiv deinen Charakter, wie du Einseitigkeiten anstrebst. Das ist es, wenn ich sage, dass du als Weltverbesserer, jeder Weltverbesserer, der in dir in Erscheinung tritt, Lebensverbesserer, strebt ein einseitiges Ziel an und das entheiligt ihn. Und jetzt mach einfach Folgendes. Alles, was du bisher als richtig angesehen hast, ist eine ganz klare Definition, eine Richtung, eine Facette vom Heiligen Ganzen. Und alles, was du als verkehrt angesehen hast, ist auch eine Richtung, eine Facette vom Heiligen Ganzen. Der Heiligungsprozess ist, dass du die Fähigkeit kriegst, dass zu jeder Richtung eine Kehrseite gehört. Das heißt, alles, was du als richtig gesehen hast, bewegt deine Fantasie in Bewegung, dass da immer auch ein negativer Aspekt, eine Kehrseite dazugehört. Und du musst jetzt wissen, dass diese Kehrseite, die benötigst du unbedingt, um eben These und Antithese beides gleichwertig zu haben, um das zu verschmelzen, dass du auf eine höhere Bewusstseinsebene kommst. Das ist die alles umfassende Liebe. Ich sag jetzt mal, du hast jetzt mal das Beispiel gebracht mit wirklich negativen Erscheinungen, Horror zum Beispiel, ne? Oder Schmerz oder sowas, dass man das nicht haben will. Das ist schon eine Definition. Ja, aber wie sieht das aus, wenn du ein Sadistenprogramm hast? Da sagst du, der ist ja pervers. Geh doch ganz einfach bloß, tu das einmal einfach nicht, sollen wir wieder viele Wörter lösen bei dir und da ein Blackout aus. Wir machen einmal Vegetarier. Ich habe da ein schönes Beispiel dazu. Du kennst doch das, man teilt die Natur in der klassischen Philosophie in verschiedene Lebendigkeitsstufen. Das heißt, das Ganze beginnt unten bei den Mineralen, die Mineralien auch in einem gewissen Maß in Kristalle, jetzt ganz, ganz weit gedacht, kleine Lebewesen, die wachsen. Ja, Kristalle wachsen, Salzkristalle und so weiter, das bestimmt schon mal in der Chemie gehört, die können auch wachsen. Ja. Aber wir nennen jetzt einfach mal die Mineralien und die, eine höhere Form von Bewusstsein, kann man natürlich noch nicht von Bewusstsein reden, sind die Pflanzen. Mhm. Die Pflanzen fressen die Mineralien. Ja. Damit steigen die Mineralien in eine höhere Bewusstseinsform auf, weil die eins werden mit den Pflanzen. Die Pflanzen werden von den Tieren gefressen, damit wird die Pflanze zu einem höherwertigen Leben, indem es sich integriert, indem es praktisch von einem Tier aufgefressen wird, wird es ja eins mit dem Tier und steigt damit in die Hierarchie des Bewusstseins auf. Die kleinen Tiere werden von den großen Tieren gefressen und jetzt kommt es, Menschen fressen Tiere und Gaia, die Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, frisst die Menschen letztendlich wieder auf. Mhm. Das ist ein Symbol. Wieso ich dir das jetzt erzähle? Zu dem großen Thema, du kennst doch den Satz, du bist das, was du isst. Mhm. Okay, das heißt letztendlich, Vegetarier sind erst geistig auf der Stufe der Pflanzen. Wieso? Weil sie Feindbilder postulieren ohne Ende. Klingt sehr ungewohnt, aber das ist es. Gerade das, was für deine Logik total ungewohnt und falsch und verkehrt klingt, das sind neue Wissenselemente. Aber das kommt auch drauf an. Eine Demut, dass du auf alles... Kommt es nicht drauf an. Aber kommt es nicht darauf an, warum man Vegetarier ist? Das ist die Zerstörung. Dann kann ich ja reden, das ist doch gut. Großer Zahnarzt. Das ist also hier das Grad, dass ich sage, wenn was vollkommen neu ist. Also ein Vegetarier, der jetzt doch zum Beispiel kein Fleisch essen will, weil er sich ausdenkt, dass diese Tiere feindbildmäßig gehalten werden.
Wenn etwas vollkommen neu ist, wird dir das immer zuerst einmal falsch und verkehrt erscheinen. Das ist mein eigenes einfaches Beispiel. Wenn dein ganzes Wissen Basic-Logik ist, dann wird zwangsweise Windows dabei verkehrt erscheinen. Das heißt, wenn du Windows-Daten eingespielt bekommst, als Basic-Betriebssystem haust du das zum Teufel und sagst, was ist das für eine Scheiße? Ja gut, man könnte sagen, mit dem Fleisch zum Beispiel, wenn man sagt, man stirbt eh, ne, das Ego ist ja nicht so wichtig, dann kann man das auch essen. Das sind Symbole, das sind alles Symbole. Auch hier habe ich tausendmal wiederholt, du hast in deinem Programm das Wissen, dass wenn ein Mensch träumt, jetzt ganz bewusst ausgedacht, dass das, was er in seinem Kopf zu sehen bekommt, die Traumsymbole nur symbolische Bilder sind. Und jetzt geh eine Stufe höher. Du bist ein träumender Geist und diese dir vollkommen real erscheinende Welt sind nur Symbole. Ich glaube das nicht. Symbole sind dann diese Daniela. Die Symbole, das ist doch hier ganz, wenn ich in der einfachen Form mit Liedchen und so weiter dir das einspiele. Da gibt es natürlich unendlich viele Facetten und andere, aber die Qualität wird sich verändern, wenn du deinen Fokus veränderst, weil du bist die Ausgangsbasis. Es ist immer wieder, die Welt ist ein Spiegelbild deines Wissens, deines Glaubens, deines Wissenglaubens. Die Welt, zum die du dir ausdenkst, pass auf, die Welt, die du dir mit deinem Intellekt ausdenkst, deine ganz persönliche Welt, die kann überhaupt nicht anders sein, wie sie von dir ausgedacht wird. Ja, warte mal einen kleinen Moment, bin gleich wieder da. Mir fällt gerade was ein. Bin schon wieder da. Ja, mir fällt gerade was ein. Mit anderen Holophilisten? Andere Holophilisten gibt nicht. Das ist schon ein Wort, wo immer wieder auch, wenn einer sich einredet, Holophiling ist richtiger wie irgendwas anderes, da hat er Holophiling nicht verstanden. Da solltest du nochmal das Selbstgespräch Holophiling für Neugierige reden. Holophiling ist nicht richtiger. Es ist allumfassend. Das heißt, Holofeeling ist die Tasse und alle Glaubenssysteme, alle Religionen, alle persönlichen Meinungen sind Facetten von Holofeeling. Das ist das, wenn du Holofeeling verstanden hast, ist das vom Tisch. Du kannst jetzt höchstens sagen, die du dir ausdenkst, die sich mit Holofeeling beschäftigen, aber das sind deine Gedanken und die beschäftigen sich deshalb mit Holofeeling, weil diese Figuren in deinem Traum auftauchen, wieder um dir symbolisch was zu sagen, im Positiven wie im Negativen. Deine Gedanken sind deine Lehrer, die Figuren in deinem Traum sind deine Lehrer, deine Mutter ist deine große Lehrerin. Vor allem darin, die zeigt dir, wie man es nicht machen soll. Wenn jetzt aber Gedanken auftauchen, wo ich mir denke, dass die was Ähnliches machen wie ich, und zwar die Bücher... Mal, Gedanken tauchen immer bloß dann in dir auf, wenn du sie denkst, und vergiss niemals, dass jede sinnliche Wahrnehmung, das heißt, was du sinnlich wahrnimmst, dass das auch nur Gedanken sind. Das ist dieser Satz. Es existiert der Körper des Menschen, der du zu sein glaubst, der existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Und das ist ein Faktum. Und der Glaube zu glauben, dass der Körper trotzdem da ist, auch wenn du nicht dran denkst, das ist blinder Materialismus. Und solange du davon nicht loslässt, wirst du leiden. Und zwar bis zum Erbrechen als Geist. Ewig, weil du Geist ewig bist. Und alles, was kein Geist ist, was bloß Gedanken sind, die müssen sowieso nicht leiden, weil ein Gedanke von dir, egal an was du denkst, hat keine eigenen Empfindungen. Nur der Geist, der träumt, empfindet es. Wenn du das tausende Male durchdacht hast, dann wird es dir irgendwann einmal einleuchten, das ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Und du sagst, bin ich neben mir gestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn auch Gedanken auftauchen und die sich zumindest dafür interessieren, dann sagst du doch, da ist ein Geist dahinter. Kannst du doch auch, einer, du. Zumindest wenn du ich bist. Also wenn dann mehr Leute auftauchen, die Interesse zeigen, dann heißt es schon, dann ist es ja ein Zeichen, dass sie mein Geist gewachsen. Die auf? Ja, und jetzt? Und wo? In dem Geist. Dein Individualbewusstsein, in deinem Kopf. Wenn sie nicht in deinem Kopf wären, würden sie nicht, die müssen in deinem Kopf sein, sonst würdest du sie ja nicht wahrnehmen können. Das gilt selbst bei materialistischer Logik. Alles, was du Geist prinzipiell wahrnimmst,
muss eine Information in dir sein. Und jetzt nochmal, der Kopf ist nicht dieser Kopf des Menschen, der du zu sein glaubst. Das ist auch schon wieder bloß ein Gedanke. Das Gehirn ist ein Gedanke, deine Augen sind Gedanken, deine Augen können nicht sehen, weil ein Gedanke nicht sehen kann. Das ist eine Information, deine Ohren können nicht hören, weil eine Information, was Ausgedachtes ist. Nur der Geist, der das sich anschaut, das bist du, das war Masi. Du bist immer. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist es mit Sicherheit nicht. Und die Daniela, die du dir ausdenkst, ist es auch nicht. Ich könnte jetzt sagen, der Mensch, der du zu sein glaubst, ist es auch nicht. Da ist einer, ist immer, und der ist deshalb immer, weil du den nicht denken kannst. Das ist die Tür, wo ich dich hinweise drauf. Und darum ist auch, wie ich immer wieder sage, alles, was du dir ausdenkst am Menschen, geht mir total am Arsch vorbei. Das sind Figuren in deinem Traum. Ich kann nur den Geist wach machen, der sich das anschaut. Und wenn du das einmal akzeptierst, geht es peu à peu, dann wird dir das irgendwann einmal auch gleich klar mit dieser Vielheit, dieser Gleichzeitigkeit, wo ich immer sage, in dem Bücherregal sind eine Unmenge von Büchern gleichzeitig. Aber ich habe dennoch den Eindruck, das beeinflusst zumindest diese Hauptfigur, die ich mir permanent ausdenke. Wie beeinflusst? Freilich beeinflusst es, aber ohne, dass du beeinflussen willst. Das ist ja das Verrückte. Das heißt, solange du die Daniela verbessern willst, in einer Form anders haben willst, bist du schon wieder auf der Stufe der Daniela mit einem einseitigen Ziel. In dem Moment, wo du der Geist wirst, der das erkennt, wenn du die Rolle der Daniela spielst, Namen kann man wieder austauschen, wird sich das in dir heilen, weil du die Sinnlosigkeit dieser Aktionen erkennst. Das ja, heißt, wenn du als Geist ja Sinnlosigkeiten erkennst, zum Beispiel ums Überleben kämpfen in Bezug auf die Person, die du zu sein glaubst. Wie oft habe ich schon gesagt, die löst sich doch eh laufend auf. Du hast dich dein Leben lang in der Form der Person aufgelöst und du wirst dich weiter auflösen und verwandeln. Ach schon. Vom Säugling bis zum Kreis. Was verändert es an dir? Ja, im Geist nichts, aber das ist doch logisch. Du sagst doch auch. Ja, aber du sagst doch gerade, die Daniela wird weiterhin ums Überleben kämpfen. Ja, die da ist, die momentan da ist. Und zwar so lange, bis du das verstanden hast. Und wenn du es nicht verstehst, wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Dach sind wie 1000 Jahre. Aber ich dachte, ich garantiere nur, dass du Geist, dass du ewig bist. Aber ich dachte, ich kann alles, was du dir denkst, kannst du wiederholen bis in die Ewigkeit, aber du kommst dann nicht weiter. Das ist wie mit der aber wenn du jetzt doch sagst, ich kann das beobachten, wenn ich voll auf der Ebene des Beobachters bin, dann habe ich es doch verstanden. Das wird sich zeigen, ob du es verstanden hast. Das wird nämlich ganz massiv die Handlungsweise der Daniela verändern, wenn du das Leben der Daniela aha, willst. Auf einmal schon. Jetzt mal, aber, mal. Nicht, weil du das verändern willst. Aha. Pass auf, wenn du verstanden hast, dass es keinen Sinn macht, auf eine heiße Herdplatte drauf zu langen, musst du dir das dann abgewöhnen? Nee. Oder löst sich das Problem in dem aber Moment, wo du das wirklich durchschaut hast, in Luft auf? Können wir mal zu dem Beispiel... Aber Antwort, ne? Du sollst mir Antwort geben. Das löst sich deine Luft auf, ja. Okay, wenn du verstanden hast, was an dem Programm Daniela im Argen liegt, wo du deine Wünsche, wenn du verstanden hast, dass das sinnlos ist, dass dich das nicht weiterbringt, sondern im Hamsterlaufrad belässt, wenn du es wirklich verstanden hast, musst du dir das nicht abgewöhnen. In dem Moment, wo du die Sinnlosigkeit gewisser Gedanken erkannt hast, lösen die sich auf, aber das muss der Geist, der Beobachter erkannt haben, nicht die Daniela, die sich einreden, sie hat was verstanden. Können wir mal zum Beispiel von Martin zurückzukommen mit seinen Kindern? Ja? Wenn der jetzt quasi als Beobachter dann sieht, er muss den Kindern helfen. Ist doch vollkommen okay. Wenn er jetzt aber wirklich der Geist ist und die Sinnlosigkeit... Ist ja keine Sinnlosigkeit dahinter, den Kindern. Selbstverständlich ist eine Sinnlosigkeit dahinter, weil es das Helfen geht in einem gewissen Maße so, dass er meint, er müsste die Kinder davor schützen, dass die sich auflösen. Die lösen sich sowieso auf, stein in der Verwandlung des Alters. Wenn er jetzt also ein erwachter Geist ist, dann würde er den Kindern nicht mehr helfen, oder wie? Die Situationen, dass du konstruierst jetzt Probleme, die in dem Moment, wo das der Fall ist, gar nicht mehr auftauchen. Ah, okay, ich verstehe. Also wenn man jetzt voll der Geist ist, dann hätte man schon keine kleinen Kinder. Wenn solche Situationen auftauchen, das ist ja ein reiner Reaktionsmechanismus. Es wird ja auch so sein, dass in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel erkennst, als Daniela, du liegst im Bad, du bist im Bad, und dann siehst du, merkst du, dass irgendeine Schnarke an deinen Oberschenkel sitzt. Dann wirst du vollkommen nicht mit einem Mechanismus auf die draufhauen oder die wegscheuen. Ja. Okay,
Ist jetzt das sinnlos oder nicht sinnlos? Es passiert ganz einfach. Die Frage, sinnlos oder nicht sinnlos, ist doch auf der unteren Ebene eine Frage von gut und schlecht. Wobei das ganz, ganz anders aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel so ärgere. Wenn du dich über irgendeine Erscheinung, die in dir auftaucht, ärgerst. Das ist eine Reaktion von deinem Programm. Ja. Was verändert es an dem, was ist? Ja, nee, nix so. Du fühlst dich schlecht, weil du damit nicht einverstanden bist, weil du dich ärgerst. Ja. Du fühlst dich eigentlich nicht schlecht, weil diese Erscheinung aufgetaucht ist. Ich sag mal, wenn du mit dem Auto irgendwo einen Blechschaden machst, einen kleinen, einen Kratzer reinfährst ins Auto, der Kratzer tut ja nicht weh, den spürst du ja nicht. Du fühlst dich schlecht, weil was passiert, wo du nicht damit einverstanden bist. Wenn du dich jetzt ärgerst und dich schlecht fühlst, ändert es nichts an dem Kratzer. Das ist, du wirst feststellen, wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst, in dem Moment wirst du dich über nichts mehr ärgern. Wenn du das jetzt rein logisch begriffen hast, wenn ich dir das erzähle, wirst du dich weiter über jeden Pipifax ärgern, weil du es nicht verstanden hast. Dasselbe ist, wenn dich wie aus dem Nichts wieder eine Zukunftsangst anfällt. Ich habe das tausende Male wiederholt. Du fühlst dich scheiße, weil du dir wieder Sorgen um morgen machst. Ich sage ganz klipp und klar, sorge dich nicht um morgen. Es gibt kein Morgen, es gibt bloß jetzt. Du versaust dir damit das Einzige, was es gibt, nämlich das Jetzt. Und wenn du als Geist, der das beobachtet an dem Programm, wenn du das wirklich erkennst, wirst du feststellen, du musst dir das nicht abgewöhnen. Das ist wie, du musst dir auch nicht abgewöhnen, auf eine heiße Herdplatte drauf zu langen. Wenn du erkannt hast, dass die Herdplatte nicht dazu da ist, dass man die Hand drauflegt, sondern dass du das erkennst. Und darum ist auch die Zukunftsangst da. Die ist dazu da, dass die irgendwann einmal bewusst gibt, es gibt keine Zukunft. Im chronologisch-raumzeitlichen Sinne. Das, was in dir auftaucht, taucht hier und jetzt aus dir auf und es ist eine Facette von dir selber, die in dem Moment, wo du an was anderes denkst, wieder in sich zusammenfällt. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich das jetzt total begreifen würde, was du mir gerade erzählst, dann würde ich ja von einer Sekunde auf die andere plötzlich voll altern, weil diejenigen, die... Nein, in dem Moment würdest du von einer auf die andere Sekunde in einen Zustand kommen, den du dir nicht vorstellen kannst. Das ist jetzt. Jetzt musst du die Demut aufbringen. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Egal, was du dir jetzt ausrechnest, wie das ist. So ist es nicht. Weil das nämlich auf deiner Logik aufbaut, auf deinen Vorstellungen aufbaut. Nur du erzählst mir jetzt was. Und jetzt könnte ich das ja verstehen. Ich erzähl dir jetzt, pass auf, ich habe einmal das Beispiel gebracht, wenn du jetzt in den Mutterleib, normal raumzeitlich weltlich, wenn du jetzt in den Mutterleib, in die Gebärmutter einer Frau reingrabbeln würdest, wo sich ein Baby im neuen Schwangerschaftsmonat befindet. Was könntest du dem Baby alles über die Welt erzählen, wo das hineingeboren wird? Eine ganze Menge, zumindest deine Vorstellung von Welt. Du könntest das erzählen, aber du kannst es dem Baby nicht erzählen, weil das nicht von unten nach oben schauen kann. Es ist keine Kommunikation möglich. Darum sage ich doch immer wieder, ich bin jetzt gezwungen, in deinem Traum als Stimme, als Computerstimme, als sonst was in Erscheinung zu treten, weil du bloß in eine Richtung schauen kannst, von oben nach unten. Also muss ich mich unter dich stellen, ich muss ein Gedanke von dir werden, den ich dir natürlich jetzt denken lasse, um dir das zu erklären. Und ich erkläre das jetzt nicht dem Menschen, den du dir auch ausdenkst, sondern dem, der sich bei dir ausdenkt. Das sind ja so einfache Sätze und du wirst immer wieder feststellen, es erfordert sehr, sehr viel Geduld, das tausende Male zu wiederholen für dich, weil du es nicht verstanden hast. Es ist ein klares Zeichen, das ist ja so, es ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen und du sagst, es geht nicht. Weil du festhängst an deiner engen Logik, du klammerst dich an dein materialistisches Weltbild und du meinst, du müsstest mit deiner jetzigen Logik das verstehen. Nochmal, mit Basic-Logik wirst du niemals Windows verstehen. Achso, dann erzählst du mir das nur für die Zukunft, dass ich es da verstehe. Du hast es schon verstanden, du bist schon wieder in der Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Du bist schon wieder auf dem Programm. Aber jetzt bleiben wir doch mal bei den Fakten. Merkst du permanent, dass das ganze Denken dieses Programms immer raumzeitlich orientiert ist. Und das Einzige, das muss dir auffallen. Du sollst es nicht einmal verändern. In dem Moment, wo dir das bewusst wird, verändert sich das von ganz alleine, weil du jetzt das Häkchen im Führerscheinprüfungsbogen gemacht hast. Und du musst der Erste sein, der das versteht.
Du Geist, nicht die Daniela, die du dir ausdenkst. Die kann sowieso nichts verstehen. Das ist ein dummes Huhn. Und der Mensch, der du zu sein glaubst, der ist auch ein Depp. Weil prinzipiell Gedanken nichts verstehen können. So wenig wie ein Computer was versteht. Ja, aber irgendwie ist das doch... Also, wir verstehen dann überhaupt was? Der Geist, der da jetzt zuhört. Ja, nur Geist. Ich bin ja ich. Schon längst verstanden. Das so. Problem ist, wenn du dieser heilige Geist bist, kannst du nichts erleben. Du musst dich zu vielen machen. Ja, was ist der Geist, der eins ist, der heilig ist? Das ist der Geist, der nicht träumt. Was erlebst du, wenn du nicht träumst? Ja, eben, ist doch scheiße. Ja, drum träumst du ja jetzt. Du hast doch ein hochinteressantes Leben. Schau mal, du wirst doch nicht behaupten, dass du kein außergewöhnliches Leben hast. Zeig mir mal, wie viele Figuren von den Milliarden von Menschen, die du dir mit deiner Logik ausdenkst, die natürlich nur dann existieren, wenn du sie denkst, in wie viele dieser Menschen hier plötzlich hier der UB auftaucht. Ja, das stimmt. Weißt du, wie viele das denn sind? Echt? Ja, wieso? Also gleich null. Gleich null? Das sind diese berühmten 100 Schafe, wo ich sag, wo ich heimfühle. Ja, aber da gibt's ja eben einige. Was gibt's einige? Ja, einige Leute, wo du auftauchst. Nein, das sind nur einige Bücher. Leute in Leuten selber kann ich, weil Leute sind Gedanken, Leute sind Motten. Das sind Tode. Das sind so viele. Ja, dann nennen wir es halt Bücher. Die haben ja einen Namen, ich Bücher. Ich habe jetzt Russisch gesprochen, ich tauche doch bloß in dir auf. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Ich glaube auch. Und weil ich in dir auftauche, denkst du dir jetzt zwangsläufig welche aus, wo ich auch auftauche. Aber ich kann in deinen Gedanken nicht auftauchen. Begreif doch einmal, dass Figuren in einem Traum keine Wahrnehmungsmöglichkeiten haben. Wenn du jetzt sagst, ja, aber du tauchst doch auch im Heiko auf. Ja. Und der Heiko sagt, du tauchst doch jetzt zum Beispiel auch in der Daniela auf. Ja. Oder in Michael oder sonst wen. Genau. Nein. Auch nur in dir auf. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, der sich die ganzen Figuren ausdenkt. Aber du sprichst ja gerade mit dem Daniela-Intellekt. Nein. Ich spreche jetzt nicht mit dem Daniela-Intellekt. Ich spreche mit dem Geist, der mir jetzt zuhört, unabhängig davon, welchen Intellekt du jetzt zum Denken benutzt. Aber jetzt? Weil wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt sage, ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der glaubt, der Heiko zu sein? Ja, aber jetzt? Wie jetzt dieses Gespräch war. Aber jetzt? Jetzt, freilich jetzt. Aber jetzt sind ja wir beide da. Wieso sind wir beide jetzt da? Jetzt ist doch der Heiko auch da. Wir denken doch jetzt an Heiko. Ja, gut, wir denken jetzt an das Wort Heiko. Alles, was du denkst, hier und jetzt, und was du nicht denkst, ist in der heiligen Einheit. Mhm. Das ist ja sehr abstrakt, ne? Das heißt, jetzt, ich könnte jetzt Gespräch, du kannst es austauschen. Deine große Problematik besteht darin, dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, wer bin ich jetzt, welche Rolle spiele ich in meinem Traum? Und das ist sehr, sehr wichtig, dir das klar zu machen, weil du wirst jetzt dieses Gespräch aus einer ganz, ganz anderen Perspektive wahrnehmen. In dem Moment, wo du glaubst, du bist die Daniela, hast du ein ganz, ganz anderes Interpretationssystem und ein anderes um dich herum, das du dir ausdenkst, wie wenn du jetzt glaubst, du bist der Heiko oder der Redo oder der Matten oder der Loda. Das Gespräch kannst du bloß jetzt hören. Du kannst jetzt wieder von einem geschwätzigen Ego einreden lassen. Das ist ein Gespräch, das die Daniela aufgezeichnet hat in der Vergangenheit und das ins Internet gestellt hat. Aber das ist jetzt, Max, schon wieder eine Vergangenheit, die dir logisch erscheint. Jeder Moment, der in dir auftaucht, jedes Wort, das du jetzt hörst, kommt hier und jetzt aus dir und wird in dir zu einer Information, zu einer Erscheinung. Und es ist niemals vorher gesprochen worden. Dieses Gespräch wurde niemals in der Vergangenheit aufgenommen, sondern das entsteht jetzt in dir in einem ständigen Wechsel, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Aber dementsprechend kommt deine Interpretation. Wenn du jetzt das Daniela-Programm zum Beispiel hast, hast du den Eindruck, dass du dieses Gespräch jetzt live, du sitzt vorm Computer mit dem Udo skypst. Ja. Jetzt ist hochinteressant. Solltest du die Inspiration haben, dass du sagst, ich veröffentliche das, ich gebe das weiter an Heiko. Magst du schon wieder eine Zukunft? Der Heiko kann das auch bloß jetzt. Wenn du der Heiko bist, kriegst du jetzt von einer ausgedachten Daniela nach deiner Interpretation ein Gespräch. Das stimmt gar nicht. Das kommt hier und jetzt dieses Klingelingeling aus dir und du erschaffst mit deiner Logik die entsprechende Vergangenheit, die deine Logik halt hergibt. So wie jetzt die Daniela mit dem Daniela-Programm eine eventuelle Zukunft erschafft. Das passt ja dann ganz gut zusammen eigentlich, ne? Die Daniela macht jetzt eine Zukunft.
Verstehst du, das Denken ist vollkommen neu. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Und es wird dir immer klarer, wenn du einmal dieses heliozentrische, unabhängig von dir existierende da außen überwunden hast. Das ist eine Sache, die überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Gerade in welches Glaubenssystem du jetzt analysierst, wo keiner dran rüttelt, ist dieser materialistische Weltbild. Das heißt, jeder normale Mensch spricht das zweite Gebot in deinem Traum. Das ist die erste große Erkenntnis. Bis hin zum Papst, den du dir ausdenkst, den Dalai Lama, was übrigens ähnliche Gebote auch in den buddhistischen Schriften drin sind, in den hinduistischen Schriften, geht es nur um dieses Zentrum. Alle heiligen Schriften weisen dich auf das hin. Und das wirst du nicht verstehen können, solange du permanent hier das filterst mit materialistischer, raumzeitlicher Interpretation. Na gut. Es wird nicht besser, wenn ich es dir nochmal tausendmal erkläre. Dann kannst du gleich die alten Gespräche 20 Mal hintereinander ordnen. Da musst du mich nicht immer hier und jetzt in dir aktivieren und das aufs Neue von mir erzählen lassen, weil ich immer selber erzähle. Wieso wiederholt sich das Laufen? Das ist wie hier. Irgendwie ist das schöner, und dass ich ihn nicht gibt. Ich sage, ich würde dir gerne was vollkommen Neues erzählen, bevor das nicht hundertprozentig in dir installiert ist, was du von mir keine neuen Informationen kriegst. Alles klar? Nein, aber gut für heute. alle Klarheiten beseitigt? Ja. Du musst immer wissen, was du denkst, egal was du in die Zukunft denkst oder in die Vergangenheit denkst. Das sind Interpretationen von dir. Mach dir bewusst, was jetzt ist. Denk an das Beispiel mit der Gnede. Und dir wird auch immer mehr bewusst, wenn ich sage, 99%, was du zurzeit erlebst, sind Konstrukte deines Charakters. Es wäre nicht, wenn du nicht interpretieren würdest. Dass du dich auf das Wesentliche, auf die Aussage konzentrierst. Was sagt er mir eigentlich? Auf was weist er mich hin? Mit wem spricht er jetzt? Ja, du weist mich darauf hin, dass ich schon tot bin. Ich spreche nicht mit einem Gedanken, den du dir ausdenkst. Das heißt, ich spreche jetzt auch nicht mit dem Menschen, der du zu sein glaubst. Ich weiß irgendwie gar nicht, auf was du hin. Ich unterhalte mich prinzipiell nur mit dem Geist, der immer ist. Das ist ein Geist des Funken von mir. Und vergängliche Erscheinungen sind vergängliche Erscheinungen. Ich versuche doch einer vergänglichen Erscheinung nicht zu erklären, dass sie vergänglich ist. Na dann. Pips. Alles klar. Tschüss.